ein Schaf. Wo bist du, Schaf? Da bist du, Schaf. Flup. Ja. Das war geschickt. The Studios Friend Lab for Moon included. Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren kleinen Ruinchen Minecraft. Und wir sind unter der Erde. Under the sea. Nein, unter der Erde in unserem Stall. Kann ich hier mal kurz reingehen. Na, geh zu. Tür. Ein Schaf haben wir schon, Schweine haben wir und ein paar Kühe und so. Und wir brauchen natürlich noch zu den Schweinen dazu und zu den Kühen brauchen wir noch anderes Getier. Irgendwo müssten hier eigentlich auch Wölfe sein, aber die habe ich gar nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich sind die doch getürmt. Ich hatte nämlich auch Wölfe gefunden. Aber irgendwie, na, die hat es hier nicht. Die haben wieder die gespawnt. Hm, schade. Du bleibst drin, Kuh. Ja. So, welche hatten wir da? Wir hatten die orange haben wir an der Wand, also die blaue. Mit der blauen können wir uns Viecher fangen. So, gucken wir mal raus. Das scheint nicht zu sein. Also legen wir uns nochmal ins Bett. Oh, es ist Tag. Es ist Tag. Na, schau mal einer, guck. Es ist Tag. War nicht mehr lang, oder? Geht die Sonne gerade auf oder unter? Bleiben wir hier einfach stehen, genießen die Aussicht und fragen uns das noch einen Moment. Ach, das ist auch noch nicht so optimal hier. Nee. Tut mir leid, das ruppelt gleich ein bisschen. Ich muss nämlich noch... Düm, düm. Düm, düm. Mach das. Ja, das ist besser. Da ist die bessere Distanz. Au, oh, ein Schaf. Ein Schaf. Das holen wir uns noch. La, 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 la. Ein Schaf. Wo bist du, Schaf? Da bist du, Schaf. Flup. Ja. Das war geschickt. Oh, es ist noch eingefallen. Puh. Ist zwar nicht da, wo es hin soll, aber dann gibt es ja sonst nichts. Tschüss. So, orange. Ach, ich muss oben zielen. Gut. Da rein, da raus. Portalisiert, ne? Ihr wisst noch. So, zwei Schafe haben wir, Schweine. Oh, ist schön. Jetzt brauchen wir noch unsere Farm. Haben wir denn schon Seeds? Haben wir denn schon Seeds? Seed in der Haus. Zwei. Naja, ist ja umfangreich. Da kann man ja schon mal was mitmachen. So, und außerdem besteht ja noch der Plan aus von vor N Folgen, da irgendwie drüben rauszukommen. Da ist Wasser. Irgendwo. Der große See. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo wir das machen. Weil hier soll ja noch alles eigentlich hier unter der Treppe durch. Aber in der Höhe von 3 müsste ich da schon wieder... Warte mal. Wir stellen jetzt erstmal die Workbench um. So. Dann haben wir hier die... Nein, ich brauche kein Portal. Hauen wir hier die Dings raus. Hier auch. It's all about symmetry, you know. Ja. Wissen wir, aber hilft auch nicht weiter. So. Kommt da drunter auch wieder was zum Vorschein? Nein, kommt nicht. Das ist gut. Dann erstmal die Fackel hinmachen. So, das heißt, ich hau den da raus. Erstmal und nehme doch die Portalgang zur Hand. Zack. Genau. Dies ist schon mal schön. So, dann haben wir das hier noch anders raus. Ach, da ist auch Kabel.
Und da ist er egal. Da aber nicht. Und da auch nicht. Dann nehmen wir den Gun, nehmen wir das Blöckchen und was. Zu natürlich, ne? So, ein Zweiergang. Ich mag ja eigentlich immer Dreiergänge. Aber Zweiergang ist auch okay. Ach, siehst du, da müssen wir auch noch zwei Blöcke austauschen. Diesen und diesen. Eine Höhle in der Nähe. So. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich mich an diese Shaderei gewöhnen kann. Das ist irgendwie komisch. Irgendwie ist das komisch. Auf jeden Fall bauen wir uns jetzt hier fröhlich, deftig, kräftig, würzig gut rüber zum Wasser. So ist auf jeden Fall der Plan der Grube. So, 1, 2, 3 und eine Fackel. Eigentlich passt das so. So, haben wir hier nochmal. Zack, 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 zack. Eine temporäre Fackel. Temporäre. So, weil wir müssen jetzt wieder Blöckchen schieben. So. Zack. So. Zack. Zack. Reicht noch nicht, aber müssen wir dann gleich mal komplettieren. Wenn wir wieder richtigen Stein sehen und der ist hier vorhanden. Das heißt, wir holen hier noch den Dirt raus. Ha! Da hat man es gesehen. Ich habe sie wieder die Inventory Tweaks. Ohne die ist das Ganze ja doch nur blödes Item-Geschiebe. Inventory Tweaks, toll. So. Zack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, super. So. Da holen wir uns wieder die Blöcke hier. Zack. Lalala. Stapelfahrer Klaus. Gehst du runter. Es spart doch ein bisschen Ressourcen und so langsam komme ich auch klar auf die Steuerung. So langsam. Können auch schneller sein, aber so langsam. So. Tja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das schon Cheaten ist. Eigentlich. Im eigentlichen Sinne des Minecrafts. Oder so. Also ich würde ja sagen, da es ein Mod ist, ist es kein Cheaten. Aber irgendwie fühlt es sich auch ein bisschen so an. Das ist. Man weiß es nicht so genau. Aber ja. Funktionieren tut es auf jeden Fall. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hier rauskommen. Ob wir hier gleich den Tunnel fluten oder das so funktioniert. Weil wir müssen an. Apropos Tunnel fluten. Ah ja. Also wir sind schon unter der Wasseroberfläche in dem Tunnel. Okay. Ha, der ist noch nicht. Offiziell ist der noch nicht weg, oder was? Sind wir unter Wasser, ne? Ach nein, sind wir nicht. Ah! Entschuldigung. Röchel, röchel, hust, hust. Also wir sind so leicht unter Wasser. Zwei Blöcke. Und da ist der Berg. Okay. Machen wir erstmal einen Kappel zu. Dann gehen wir erstmal schlafen und dann gucken wir mal. Warte mal.
Wenn ich dem jetzt auch so ein Dreiermuster verpasse, ist das ja... Also im Endeffekt ist der ja da. Das heißt, die würde ja gar nicht da sein, sondern dort. Im Zuge der Symmetrie oder was? Ja, Holz. Dort habe ich bei. Holz habe ich nicht bei. Naja, ob das nicht ein bisschen viel sogar ist. Vor allem hier sieht es auch nicht so toll aus. Vielleicht eher mit so einem Sims arbeiten. Mal gucken. Auf jeden Fall ist ja Nacht. Das heißt, wir können mal kurz ins Bett schauen. Hallo. Hallo Welt. Einen schönen guten Morgen. So, düm, düm, düm. Ach nein, ich wollte ja draußen lang gehen. Zack. La, 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 la. Und wir spielen hier natürlich nicht Hardcore. Das muss ich ja auch alle 5 Folgen wieder erwähnen, dass wir nicht Hardcore spielen. Sondern nur Portalisi... Oh, eine Kuh. Tschüss, Kuh. Zack. Sondern nur normales Minecraft. Wobei, warum kam denn da Wasser rein? War ich denn da? Okay. Jetzt bin ich gerade verwirrt. War ich doch nicht da? Bin ich hier weiter hinten? Nee. Wo bin ich denn? Sand war da. Bin ich denn da rausgekommen? Das ist es nicht. Oh, eine Kuh und Hühner. Ein Badespaßhuhn. Diese Hühnerzucht wollen wir uns auch aufbauen. Ja, Kuh. Hühner. Habe ich 2 Hühner. So. Zack. Lalalala. Viecher einsammeln macht Spaß. Ach, da geht's wieder nicht. So, aber da geht's. So. Noch ein paar eingesammelt, ist gut. Es ist nur die spannende Frage, wo wir da wirklich rausgekommen sind. Unser Graberei. Ach, hier. Hier drunter. Okay. Hier. Das ist ja eigentlich noch nicht weit genug. Aber man könnte das jetzt hier so zubauen. Irgendwie. Warte mal. Machen wir das wieder auf. Da ist unser Tunnel. Wir sind ja genau unterhalb der Erde. Das heißt, wir könnten jetzt hier... Ja, den nehmen wir auch noch weg. So. Fangen wir mal an mit Cobblestone. Also... Ja doch, Cobblestone. So. Zack, zack, zack. Weil der Raum kann ja ruhig ein bisschen höher sein, den wir hier jetzt machen. Werden den denn jetzt gleich schön noch mit Dirt eindecken? Ich weiß nur nicht, ob ich genug Dirt habe, um den wirklich komplett einzudecken, aber... So. Spannende Dinge passieren hier nicht. Naja, vielleicht später. Wenn wir mehr Spaß mit den Portalen haben. Ich bin ja eigentlich nur... also das, was ich eigentlich erreichen möchte noch, ist mit dem... Oh, ich habe nicht mehr Cobblestone. Mit den Portalen, also mit der Portal Gun, ein paar Monster Spawner mir einzusammeln, in Höhlen und so weiter, um dann...
ja, einen eigenen Monster-Spawn Punkt, also hier Level-Generator und sowas hinzustellen. Das fände ich schon recht spannend. Das wäre so, ach, ich habe ja jede Menge Koppel. Nur Dirt? Na doch, Dirt habe ich auch ein bisschen. Das wird schon reichen.